Dann lass uns mal noch ein paar mehr Probleme lösen, bei denen wir die Geschwindigkeit, die Zeit und den Weg brauchen. So, was haben wir denn hier? Ben läuft mit einer konstanten Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde. Uns wird hier schon mal der Wert gegeben. Nach Osten, da haben wir also eine Richtungsangabe. Eine Richtungsangabe. So, wenn wir uns zurückerinnern, was wir über Vektoren und Skalare wissen, dann fällt uns auf, dass wenn wir einen Wert und eine Richtung haben, dann ist das alles zusammen, 3 Meter pro Sekunde nach Osten, ein Vektor. In dem Fall der Geschwindigkeitsvektor. So, und was will man von uns wissen? Wie lang braucht er, um 720 Meter zurückzulegen? Also haben wir hier auch noch den Weg gegeben. Ich würde vorschlagen, wir berechnen einmal den skalaren Wert und einmal den vektoriellen. Aber dafür müssten wir hier auch noch die Fragestellung ein bisschen ändern. Wie lange braucht ihr, um 720 Meter nach Osten zurückzulegen? Damit der Weg auch eine vektorielle Angabe ist. Na gut, fangen wir doch mal mit den Skalaren an. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit, kleines v, gleich der Weg, kleines s, durch die Zeit, kleines t ist. So. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir durch die Aufgabenstellung schon gegeben haben, dann wissen wir, dass v, das hier, ist 3 Meter pro Sekunde. Und wir wissen, dass der Weg, das s, 720 Meter ist. Wie gesagt, die Richtung interessiert hier noch nicht, weil wir derzeit noch die Skalare berechnen. So, dann gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Wir wissen, wenn wir die beiden Werte einsetzen, dass 3 Meter pro Sekunde gleich 720 Meter durch eine gewisse Zeit ist. Die wissen wir noch nicht, die wollen wir rauskriegen. So, wenn wir jetzt beide Seiten mit t multiplizieren, hier mal t rechnen und auch hier mal t rechnen, dann kommen wir auf der linken Seite 3 Meter pro Sekunde mal t ist gleich. Und hier kürzt sich Durchzeit mal Zeit, kürzt sich also raus. Also bleibt auf der rechten Seite noch 720 Meter übrig. Und wenn wir jetzt mal kurz gucken, macht das auch Sinn? Also unsere Umstellung war auf jeden Fall richtig, weil hier rechnen wir ja durch s bei den Einheiten und t ist ja zum Beispiel in Sekunden angegeben, dann würden sich die Sekunden rauskürzen und wir hätten hier Meter und da Meter. Macht also auf jeden Fall Sinn. So, fertig sind wir aber noch nicht ganz. Wir wollen ja die Zeit rauskriegen. Also dividieren wir beide Seiten nochmal mit 3 Meter pro Sekunde. Durch 3 Meter pro Sekunde. Dann kürze ich das hier wieder raus. Und wir bleiben übrig mit, gucken wir uns erstmal wieder nur die Zahlen an, 720 geteilt durch die 3. So, und bei den Einheiten haben wir jetzt mal, hier oben haben wir ja Meter von den 720 Metern. Und wenn wir durch einen Bruch teilen, also in dem Fall durch Meter pro Sekunde, ist das das gleiche, als wenn wir mal, also multiplizieren mit der Umkehrfunktion hiervon. Also wenn wir das s und das m tauschen, mal s, m, das hier, mal s durch m, ist genau das gleiche wie durch m mal s. Hat aber den großen Vorteil, dass sich jetzt die Meter hier rauskürzen und wir nur noch mit Sekunden übrig bleiben. Und wenn wir das jetzt noch ausrechnen, 720 durch 3, 72 durch 3 sind 24 und noch eine 0 hinten dran. Also 240 Sekunden braucht Ben, um 720 Meter nach Osten zu laufen. Oder in dem Fall ist ja nach Osten noch gar nicht interessant. Bevor wir mit den Vektoren weitermachen, möchte ich hier noch eine ganz wichtige Sache sagen, und zwar hoffe ich doch, dass du nach und nach erkennst, dass diese Formeln hier, dass du dir die gar nicht wirklich einprägen musst oder auch hier, wir hätten ja statt die Einheiten einzusetzen, auch einfach so umstellen können, noch mit den Buchstaben hier. Aber wichtig ist, dass du theoretisch nur eine Formel brauchst, zum Beispiel die hier, v ist gleich s durch t. Und die kannst du dann ja durch simple Mathematik, durch mal t rechnen oder durch die Geschwindigkeit, kannst du die einfach umstellen
und kommst dann immer wieder auf das gleiche Grundprinzip sozusagen zurück. Die Formeln sagen im Endeffekt ja immer genau das Gleiche aus. Nur, dass du so jeweils danach umstellen kannst, was du halt gerade brauchst. Bei dem hier könnten wir zum Beispiel, wenn wir das jetzt so machen wie eben, mal t und hier auch mal t, dann bleiben wir hier links übrig mit t mal v ist gleich, hier kürzt sich t und t raus, ist gleich s. Stellen wir das Ganze nochmal um. Ist also s gleich v mal t. Und jetzt teilen wir beide Seiten wieder durch v, weil wir t haben wollen. Und dann, ich drehe das gleich mal wieder um. Dann ist t gleich s durch v. Und diese Formel hier, t ist gleich s durch v, sagt im Endeffekt genau das gleiche aus wie hier oben, v ist gleich s durch t. Das ist die gleiche Formel, die beiden hier, nur einfach umgestellt. Weil wir diesmal halt die Zeit brauchen und da oben, wenn wir die Geschwindigkeit brauchen, würden wir diese Formel also nehmen. Das heißt, die ganze Sache ist an sich eigentlich recht einfach. Man braucht eigentlich immer nur eine Formel kennen und aus dieser Formel kann man meistens alle anderen Formeln auch wirklich ableiten. Aber lass uns doch noch die vektorielle Formel lösen. Dann fangen wir am besten, ich scroll mal ein klein wenig runter, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So, wir fangen wieder genauso an. V ist gleich der Weg. Naja, ich schreibe das lieber nochmal hin. Der Weg, kleines s, durch die Zeit, die ihr dafür braucht. So, das gleiche stellen wir jetzt wieder genauso um wie oben. Wir rechnen einmal erst mal t und hier auch mal t. Dann bleiben wir über mit width v mal t ist gleich der Weg. Und wenn wir jetzt beide Seiten noch durch v teilen, nehmen wir die gleiche Farbe, dann haben wir hier durch die Geschwindigkeit. Ja, ganz wichtig, immer die Pfeile nicht vergessen, wenn wir uns mit Vektoren beschäftigen. Zack. So, dann kürze ich das hier wieder raus. Also ist t gleich der Wegvektor durch den Geschwindigkeitsvektor. Und das können wir auch gleich ausrechnen. Das sind dann 720 Meter nach Osten durch den Geschwindigkeitsvektor. Der war 3 Meter pro Sekunde und zwar auch nach Osten. Und wie du siehst, hier die Einheiten verhalten sich wieder genauso wie hier oben. Die Meter kürzen nicht raus, die Sekunden bleiben noch übrig. Nach Osten fällt dann auch weg. Und wir bleiben über mit, ich nehme mal die gleiche Farbe, mit 720 durch 3 macht 240 Sekunden. So, und für die zukünftigen Videos, wie du siehst, immer dieses nach Osten schreiben ist natürlich auch recht nervig, um ehrlich zu sein. Deswegen werden wir in zukünftigen Videos einfach eine, ja, wie soll man das nennen, eine Annahme einrichten, die wir vorher einfach festlegen für uns. Und zwar zum Beispiel, dass jede positive Zahl, in dem Fall sich zum Beispiel nach Osten bewegt, nach Osten, Osten fängt mit O an, nach Osten, und jede negative Zahl wäre dann genau entgegengesetzt, also nach Westen. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir uns nur in eine Dimension bewegen, also zum Beispiel von entweder nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten oder in unserem Beispiel nach Osten oder nach Westen. Dann könnten wir jetzt in dem Beispiel zum Beispiel jetzt hier dieses nach Osten schreiben bei den Vektoren einfach weglassen, weil es ja positiv ist. Wenn das jetzt hier 720 Meter nach Westen wären, würden wir einfach nur einen Minus davor schreiben und wüssten dann auch beim Ergebnis, in dem Fall wären es ja zweimal Minus, würde also positiv wieder rauskommen. Macht ja Sinn, Zeit läuft ja nur nach vorne. Also würden wir uns eine Menge Schreibarbeit hier auf jeden Fall sparen können. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das war soweit erstmal verständlich und wir sehen uns beim nächsten Video.